US-Präsident Biden mit neuen Ausfallserscheinungen und es stellt sich jetzt eher die Frage, naja, kann Joe Biden überhaupt noch Präsident bleiben, geschweige denn, kann er nochmal antreten für die US-Demokraten? Das scheint schon komplett unmöglich. Diese Demenz, die offenkundig ist bei Biden, die hat gestern mal wieder deutlich zugeschlagen und man tut diesen Menschen keinen Gefallen, ihn diese Tortur durchmachen zu lassen und man tut den USA keinen Gefallen, als Weltmacht sich sowas anschauen zu müssen und nicht zu reagieren, geht nicht. Und das bedeutet, früher oder später, wahrscheinlich früher, wird man Biden letztendlich vornehm bitten, jetzt doch zur Seite zu treten oder man wird ihn zur Seite schieben, weil es nicht mehr anders geht und dann würde Vizepräsidentin Kamala Harris Präsidentin und das wiederum würde bedeuten, sie hätte ein paar Monate Zeit, um im Amt als Präsidentin zu zeigen, ob sie es kann oder eben nicht kann und könnte dann auf jeden Fall in den Wahlkampf in die Wahl gehen gegen Donald Trump, hochinteressante Perspektive. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt kurz die politische Arena verlassen, haben wir die Kryptowährungen schwer unter Druck und die Divergenz zu den Aktienmärkten zwischen den Kryptos und den Aktienmärkten ist gigantisch. Normalerweise ist das ja immer relativ parallel gelaufen. Ist Bitcoin ein Frühindikator für das, was an den Aktienmärkten kommt? Die feiern ja Party, auch heute Morgen wieder in Erwartung sinkender Zinsen. Heute die US-Arbeitsmarkt Daten. Wir schauen uns das Setup mal an. Wir starten mit einer Meldung von gestern Abend. Da hieß es ja, also Biden hat jetzt demokratischen Gouverneuren gesagt, dass er keine Events mehr nach 20 Uhr ansetzen wird, weil er dann schlafen gehen wird, um sozusagen sich auszuruhen. Und dann fragen sich die Amerikaner natürlich, ja, was ist denn, wenn nach 20 Uhr irgendwas passiert und der Präsident schläft, weil er sich ausruhen muss? Das alles zeigt diesen Inaktivismus, diese Schwäche dieses Präsidenten. Das taugt den Amerikanern nicht. Die wollen Stärke präsentieren, die wollen von jemandem repräsentiert werden, der Stärke ausstrahlt und das ist Biden natürlich derzeit überhaupt nicht und dann eine katastrophale Situation in einem Interview, in einem Radiointerview hat er gesagt, also ich bin die erste schwarze Frau, die als Präsidentin dient, solche Geschichten, also es ist unfassbar und dann zum Beispiel solche Sätze, ja, yeah, there's so much that we can do because together we, there's nothing, look, this is the United States, also völlig zusammenhangslose Dinge, die er da stammelt und das zeigt, dass er nicht mehr komplett auf der Höhe ist und das wird die Demokraten noch unruhiger machen, die ohnehin schon unruhig sind. Hören wir uns das nochmal an. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman. Jetzt stürzen sich alle darauf, wie Jan Fleischhauer sagt, dass Biden gesagt hat, er sei die erste schwarze Frau an der Spitze der USA. Hallo, Selbstbestimmungsgesetz. Wenn Biden sagt, er ist eine schwarze Frau, dann hat er das Recht zu sagen, ich bin eine schwarze Frau. Dann müssen wir sagen zu Joe, Joey, du bist aber schon eine schwarze Frau, gell? Ja, das akzeptieren wir total, ne? Und das erinnert natürlich alles so ein bisschen an diesen Film 1979, vielleicht einer der genialsten Filme aller Zeiten, Life of Brian. Da möchte eine ja auch Loretta sein und dann auf die Frage, ja, aber weil sie Kinder kriegen möchte, also er möchte Kinder kriegen als Loretta und dann auf die Frage, ja, aber du kannst keine Kinder kriegen und dann ist das natürlich ein kleines Problem, aber es geht ja mehr um die Symbolik, gell? Also müssen wir natürlich Biden zugestehen, dass er die erste schwarze Frau als Präsidentin ist, gar keine Frage. Mei, oh mei, oh mei, das ist natürlich jetzt echt schon krass. Heute ja ein wichtiges Interview angesetzt bei ABC und die Biden-Administration hat gebeten, das auf 15 Minuten zu begrenzen, offenkundig, weil es eben schwerfällt, eine längere Zeit durchzustehen. Und hier sehen wir den Economist mit diesem Titel No Way to Run a Country und dann hier praktisch diesen Rollator und das bringt das Ganze natürlich ziemlich wunderbar auf den Punkt. Und wie schauen denn jetzt die Wettmärkte auf die Situation? Dass Trump die Wahl gewinnt, 61%, dass Biden die Wahl gewinnt, 9%. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass er überhaupt antritt. Jetzt haben wichtige Geldgeber der Demokraten gesagt, wir müssen Biden
ersetzen durch jemand anders, sonst ziehen wir Gelder zurück. Und da hört dann der Spaß auf, wenn die großen Geldgeber sagen, nee, also das machen wir nicht mehr mit, dann ist wirklich Land unter. Und in dieser Phase scheinen wir jetzt zu sein. Und das Ganze natürlich jetzt wirft auch die Frage auf, na, sein Umfeld wird das ja gewusst haben. Hier eine interessante Analyse, eine interessante Journalistin, Olivia Nuzzi, die sich das Umfeld von Biden genauer angeschaut hat und mit Leuten gesprochen hat, mit denen Biden schon lange befreundet ist, jahrelang befreundet ist, und die sagen, wir haben plötzlich festgestellt, dass der sich an unsere Namen nicht mehr erinnern konnte, obwohl wir jahrelang befreundet sind. Und das begann im Januar wohl, hat das deutlich zugenommen. Und was wir derzeit sehen, ist offenkundig eben eine dynamisch fortschreitende Demenz. Das geht nicht linear, sondern das geht eben dann unglaublich schnell weiter. Und da ist natürlich offenkundig diese Truppe, die um Biden rum ist, diese Leute, die haben offenkundig dicht gehalten. Die Frage ist nur, warum riskieren sie es dann, ihn in dieses TV-Duell mit Trump zu setzen? Das ist ja die Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Jetzt also wahrscheinlich Harris, aber schauen wir uns mal an. Nach den neuesten Polls würde Trump 49% bekommen, Harris nur 38. Da wäre sogar Joe Biden etwas besser aufgestellt als eben Kamala Harris. Und hier Ramaswamy, der wahrscheinliche Vize hinter Trump, der natürlich parteiisch ist, aber der schon sagt, also natürlich können die Demokraten Biden ersetzen. DNC Rules sagen, es muss alles in gutem Bewusstsein die Sentiments der Wähler letztendlich repräsentieren, derjenigen, die ihn sozusagen nominiert haben innerhalb der Demokratischen Partei. Das sei nicht mehr der Fall. Deswegen werden die Demokraten auch juristisch eine Möglichkeit finden, dieses Trauerspiel zu beenden. Also, und dann Kamala Harris, das wird wirklich spannend. Das wäre dann nochmal ein Gamechanger, den es auch gibt bei den Kryptomärkten. Wir sehen Bitcoin unter Druck, zweistellige Verluste bei Ethereum. Wir sehen wirklich fast den gesamten Sektor massiv unter Druck. Und was ist da los? Hier hat man uns doch gesagt, Tudamon. Fugmann kapiert natürlich kein Bitcoin, schwamm drüber. Es ist eine scharfe Korrektur auf jeden Fall, die möglicherweise jetzt eine Unterstützung findet. Wir sehen hier diesen Trendkanal, aber übergeordnet sieht das schon ziemlich unschön aus. Zwei Dinge sind offenkundig relevant. Mt. Gox, hier sind eben Abflüsse zu erkennen auf der einen Seite, und Deutschland verkauft beschlagnahmte Bitcoins. Es gab ja den Vorschlag auch eines Bundestagsabgeordneten, diese beschlagnahmten Bitcoins als Währungsreserve zu behalten. Das wurde abgelehnt, aber jedenfalls Deutschland tritt hier als Verkäufer auf. Also Deutschland ist sozusagen für diesen Abverkauf mit zuständig. Die Miner haben deutlich verkauft Bitcoin im letzten Monat, und da ist noch einiges, was offenkundig zu verkaufen ist. Die haben Riesenprobleme, diese Miner. Und so herrscht jetzt Panik in Cryptoland, zumindest was den Fear and Greed Index für den Kryptobereich angeht, sehen wir jetzt Fear, und wir sehen wahrscheinlich die größte Liquidation von Long-Positionen seit dem Kollaps der Plattform FTX. Und wenn wir das mal jetzt runterbrechen zu die Aktienmärkte, sehen wir natürlich diese massive Divergenz zwischen den Aktienmärkten und Bitcoin oder Kryptos. Wer hat recht, oder wird einer wieder aufholen und die Rallye des anderen mitmachen, oder muss der S&P 500 runter? Wir sehen auch Gold gegen Bitcoin hier vor einem Ausbruch. Normalerweise gibt es ja die Ratio zwischen Gold und Bitcoin. Wenn Gold deutlich stärker ist, zeigt das eigentlich einen defensiven Ansatz, der Risikoaversion signalisiert. Wenn Bitcoin stärker ist als Gold, dann ist das ein Kaufsignal normalerweise auch für die Aktienmärkte. Aber hier sehen wir, Gold könnte jetzt ausbrechen in Relation zu Bitcoin. Peter Schiff, der Goldbug, triumphiert und sagt, ja, seht ihr, habt ihr davon. Und hier sehen wir, dass auf der anderen Seite eben nach wie vor unfassbar viel Geld in Geldmarktfonds fließt. Jetzt 6,15 Billionen, auch das ein neuer Allzeitrekord. Und heute bekommen wir ja die US-Arbeitsmarktdaten, nachdem sich die konjunkturelle Lage in den USA dramatisch verschlechtert hat in letzter Zeit, vor allem seit Juni, nachdem auch global die Weltwirtschaft durchaus im Abschwung ist in den verschiedenen Zonen. Und hier sehen wir, man erwartet um und bei 190.000 Stellen
das ganze Jahr eine riesen Blackbox. Burst Test Model, Seasonal Adjustments und wahrscheinlich wird es, wie hier oben ein Kommentator sagt, werden die Erwartungen übertroffen. Dafür wird man die Vormonate wieder runter revidieren, wie fast immer. Also das ist natürlich ein reines Glücksspiel, wie diese Zahlen reinkommen. Die Märkte jedenfalls steigen schon mal in Erwartung schwacher Zahlen. Aber was wäre denn, wenn zum Beispiel die Zahlen katastrophal wären, also zum Beispiel ein Minus reinkäme, eine negative Zahl, dann würden natürlich die Konjunktursorgen, die ohnehin angebracht sind, noch deutlich größer werden. Wir sehen den Tech-Sektor, bricht das hier aus? Ja oder nein? Auf der anderen Seite sehen wir, dass die allermeisten Aktien aus dem Tech-Sektor, die großen Tech-Aktien, schon massiv überkauft sind und alle sind schon drin. NAAIM Exposure Index 103,6, höchster Wert seit Ende März. Uiuiuiui, also man kann nicht sagen, dass da niemand bei der Rallye dabei wäre. Jetzt kommen wir nach Europa. Sie haben bestimmt gesehen, UK, Katastrophe für die Tories, Labour-Regierung. Wird jetzt übernehmen. Sunak zurückgetreten. Ich glaube, der hat einfach Pech gehabt, dass seine Vorgänger und die konservative Partei sich so viel Mist erlaubt hat. Er selber, fand ich, hat das durchaus ganz ordentlich gemacht. Die Ampelkoalition in Deutschland macht es nicht so ordentlich. Jetzt hat man sich offenkundig auf einen Haushalt und ein Wachstumspaket geeinigt, will dabei aber die Schuldenbremse einhalten. Oh Wunde. Und gucken wir mal. S&P und Scope, diese Ratingagenturen, werden immer nervöser, weil sie sagen, also diese Schuldensituation, die wird nicht besser, mit Ausnahme von Deutschland. Da ist natürlich was richtig gemacht worden, dass man sich jetzt nicht maßlos verschuldet. Man hätte sich verschulden können in Nullzinszeiten, vielleicht mit kürzeren Laufzeiten, aber jetzt sind Schulden eben nach wie vor teuer. Also wir sehen, diese Schuldenbremse hat schon etwas Gutes, weil die Kosten für die Schulden eben immer weiter gestiegen sind. Und wenn die Wirtschaft dann so schwach ist wie in Deutschland, heute jetzt neue Zahlen, gestern die Industrieaufträge, heute die Industrieproduktion minus 2,5%, zum Vorjahr minus 6,67%. Vor allem Produktionsrückgänge in der Automobilindustrie mit der minus 5,2, also ziemlich landunter in der deutschen Industrie und in der Bitcoin. Das ist auch gleich die erste Empfehlung. Bitcoin stürzt ab. Der Bärenmarkt ist zurück. Wie geht's weiter? Gerne weiterempfehlen über Social Media. Dann haben wir Gold und Silber. Sind das jetzt die Gewinner? Erwartung an sinkende Zinsen. Zweite Empfehlung. Die letzte Empfehlung aller meiner allerbesten Freunde, Elon Musk, der ist offenkundig mit seinen Freunden aktiv, um Optionsmarkt ein bisschen zu drehen und die Tesla-Aktie nach oben zu schießen. Die ist jetzt vorbörslich wieder im Plus, 26% in 5 Tagen, KGV von 100. Die Absätze dagegen, die kollabieren weiter. In Deutschland minus 42% zum Vorjahresmonat, kann man machen. Der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge minus 16%, also Tesla stürzt noch mehr ab als die restliche Elektrofahrzeugindustrie. Das ist schon erstaunlich. Was hiervon zu halten ist, KGV von lediglich 100. Das lesen Sie in diesem Artikel. Also drei Empfehlungen, 14:30 mal reinschauen zu den Arbeitsmarktdaten. Und das Marktgeflüster mache ich heute einen Ticken früher. I want to see Germany gegen España. Das ist Pflicht für mich, deswegen früher heute der Marktgeflüster. Also ich sage jetzt einmal, pfiat's euch, servus, ciao.